Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über den Film Kingsman, The Secret Service. Das ist der erste Teil von The Kingsman aus dem Jahre 2014 und geht ganze 129 Minuten lang, also ein bisschen mehr als 2 Stunden. Und ich habe ihn gestern zum ersten Mal geschaut. Der neue Teil, der dritte Teil mittlerweile, The Beginning, kommt nämlich jetzt in die Kinos rein und da gab es ja den zweiten Teil von noch, The Golden Circle. Ja, und wie gesagt, gestern Abend angeschaut und ja, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film, denn er mischt mehrere Sachen zusammen. Also wir haben hier eigentlich so eine, es stammt ja aus einer Marvel-Comic-Reihe, nämlich von Mark Miller. Also wir haben in diesem Film Marvel dabei. Dann haben wir, es sind ja mehr so Gentleman-Spione, es geht um den Film ja um Spione. Dann haben wir also James Bond noch dabei. Und das Ganze ist ein bisschen auf lustig getrimmt und sehr brutal. Und das hat so ein bisschen was von Deadwood. Also wir haben hier so 3 Filme in 1 so drin, so kann man das sehen. Und das macht verdammt viel Spaß. Dann haben wir noch so, so einen kleinen Teil, das ist so eine Ausbildung. Aber da werden wir gleich drüber reden. Wir reden jetzt erstmal über die Darsteller. Und wir haben hier wieder A-Prominenz dabei. Wir haben hier als erstes Taron Egerton. Ja, so heißt er. Der zum Beispiel kennt man zum Beispiel aus Rocketman. Der hat ja den Elton John gespielt. Und wie ich weiß, spielt Elton John selber im zweiten Teil auch mit. Also das funktioniert also ganz gut. Also ist da so ein kleiner Easter Egg noch dabei. Die sehen sich auch beide ziemlich ähnlich. Und das war so seine erste große Hauptrolle. Danach kam ja Rocketman und so einiges mehr noch am Film hat er gedreht. Dann haben wir Colin Firth. Ja, den kennt jeder aus Bridget Jones, The King's Speech, Mamma Mia. Aus dem üblichen, ja, englischen Film. So kann man das sagen. Dann haben wir Mark Strong. Den kennt man von Mein Bruder, der Spion, Mein Bruder. Dann haben wir noch, Mark Hamill ist dabei, hier unser Luke Skywalker spielt mit, in einer kleineren Rolle. Dann selbstverständlich, wie in jedem amerikanischen Film, Samuel L. Jackson ist dabei. Der gefällt mir in diesem Film besonders gut, denn er spielt ja den Bösewicht in diesem Film und Elizabeth und kann kein Blut sehen und der ist der Oberschurke. Also das finde ich so geil. Also wenn er Blut sieht, muss er sich übergeben. Klasse. Finde ich super. Dann haben wir Sophia Boutella. Und Sophia Boutella, ich habe mir den Film ja gestern Abend angeschaut und das ist ja die, die diese Messerfüße hat in dem Film. Die hat so Messerfüße, womit sie alles klein hackt, Körper aufschlitzt und so weiter. Und mir kam die bekannt vor. Ich wusste nur nicht, wohin damit. Und ich habe mir, zurzeit gucke ich mir gerne ein Musikvideo an von Michael Jackson, Hollywood Tonight. Das ist ein schönes Lied von Michael Jackson. Und ich habe mir das Musikvideo so oft angeschaut und da ist so eine Tänzerin, die tanzt zu Michael Jackson. Und daher ist sie bekannt. Also das ist die gleiche wie in diesem Film. Sophia Boutella ist eigentlich eine Tänzerin und jetzt auch Schauspielerin. Und daher kam sie mir so bekannt vor. Ich denke, die kenne ich und jetzt weiß ich auch woher, von Michael Jackson Musikvideo von Hollywood Tonight. Ja, so ist das alles manchmal. Wenn man viel sieht, also Gesichter kann ich mir gut merken, Namen eigentlich weniger, aber Gesichter funktioniert bei mir hundertprozentig. Ja, also wir haben A-Prominenz dabei. Und dieser Film hat 84 Millionen gekostet und glaube 414 Millionen Dollar eingespielt. Also ist schon Wahnsinn. Deswegen auch diese 2 Fortsetzungen hinterher. Ja, also wie gesagt, ich habe mir den gestern angeschaut zum ersten Mal. Ich wusste ja grob, worum es geht. Ich wusste zwar nicht, dass er so brutal ist, also der hat wirklich gute Metzelszenen. Ich werde hier nicht viel spoilern. Wer den Film noch nicht gesehen hat und wer sich diese 3 Filme noch hintereinander anschauen will, kann ich bis jetzt nur empfehlen, zumindest den ersten Teil, den zweiten noch nicht gesehen, den dritten vielleicht im Kino, vielleicht auch auf DVD oder Stream, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film. Man wird gut unterhalten, eine super Story. Es geht einfach darum, es ist ja im Ersten Weltkrieg, wird ja dieses Kingsman gegründet. Das sind so Gentleman-Spione, wie James Bond halt auch. Die haben so extra Sachen. Der Colin Firth, der spielt ja hier den Harry. Der hat diesen Regenschirm, was alles Mögliche kann. Der kann die Kugeln abfangen. Die Smokings sind alle kugelsicher. Der kann schießen aus diesem Regenschirm. Alles Mögliche. Also wie bei James Bond. Und das Schöne daran ist, wenn es dann wirklich mal zu brutalen Szenen kommt,
dann wird es wirklich sehr brutal. Also da wird wirklich Köpfe abgeschlagen, ja, Finger abgeschnitten, Gliedteile abgeschnitten, Rücken gebrochen, Wirbelsäule gebrochen, ein Kreuz ist irgendwo im Rücken drin. Also da sparen die wirklich nicht mit Blut und Ekelzähnen. Das macht aber, das ist so wie bei Deadwood, sehr, sehr lustig gemacht, sehr gut gemacht und da hat man ziemlich viel Spaß. Dieser Film hat aber auch seine ernsten Momente. Es gibt ja, wenn ein Agent stirbt, muss ein neuer her. Und das ist einfach hier so, dass Colin Firths Rolle, Harry, ja, für ihn ist ist einer gestorben, ein Agenten, und hat sein Leben gerettet. Und dieser Agent hatte einen Sohn, der war, was weiß ich, 2, 3 Jahre alt. Und den hat er eine Nummer gegeben, eine Medaille, und wenn er größer ist und wenn er Probleme hat, kann er da anrufen. Und ja, wie das immer so dann ist, 17 Jahre später, er ist erwachsen oder ein Jugendlicher, er hat seine Probleme, ruft dann Harry an und er muss ihn dann halt ausbilden. Und diese Ausbildung, das sind mehrere Leute, so mehrere Kids, das sind so, glaube ich, 5, 6, 7 Kids, und einer davon wird der neue Agent. Und ja, die müssen mehrere Prüfungen überstehen und diese Prüfungen haben es schon in sich. Haben es wirklich in sich, ist schon hammermäßig, was sie da machen müssen. Es geht manchmal vielleicht sogar um Leben und Tod. Richtig gut gemacht und einer bleibt nachher übrig. Und ja, auch diese Story ist sehr spannend. Dann haben wir die Story von Samuel L. Jackson, der den Bösewicht spielt. Es geht ja eigentlich darum, dass die Menschheit halbiert wird. Die Überbevölkerung muss aufhören. Er will die Hälfte oder die meisten Menschen der Welt einfach umbringen durch so einen Chip. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Man soll den Film ja auch noch schauen. Das hat so ein bisschen was, das ist dann aufgefallen, hat so ein bisschen was von Marvel mit Thanos, mit denen die Hälfte der Galaxie, alle Lebewesen wird um die Hälfte reduziert. Das ist auch in diesem Film so ein bisschen. Das ist schon gut gemacht wieder. Ich sag mal, gut gemacht, der Film ist es ja auch. Das war's. Also, ich will dir gar nicht so viel spoilern. Ich werde das Ende nicht verraten, aber es ist sehr lustig, sehr brutal. Hat seine ernsten Momente, aber auch seine tragischen Momente. Es ist wirklich eine Mischung aus allen. Und ich schätze mal, deswegen war er auch so erfolgreich und hat auch seine 2 Fortsetzungen bekommen, die ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde. Wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, bekommt dieser Film von mir wie so ein, ja, Spionagefilm, Actionfilm, Marvelfilm. Ja, mir ist wirklich so sehr gut gefallen, kriegt er von mir 7,5 Punkte und das ist ziemlich hoch. Das ist ziemlich hoch. Aber wenn ich gut unterhalten werde, passt das schon. Passt auf jeden Fall. Ja, wer mehr Videos von mir sehen möchte, kann den Kanal gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis dann. Ciao.